Das heißt, man könnte in Gemahnung, in Erinnerung an diesen Vorgang des sogenannten Aufgangs der Sonne oder des Untergangs der Erde, dieser beiden Drehbewegungen, gestern habe ich diesen Film gesehen, dass der Mond von einem Asteroiden aufgerissen wird und sie müssen da hochfahren, um den Riss wieder zu kitten, damit der Mond nicht auf die Erde herabstürzt und die ganzen Naturkatastrophen endlich wieder aufhören. Man könnte an diesen, vor allem weil er geräuschlos ist, Vorgang der wechselseitigen voneinander wegbewegung, Drehbewegung von Amaterasu, von Helios, die die Menschheit immer schon beschäftigt hatte. Dieses Verhältnis der Gestirne zueinander, genauso wie der Körper zueinander, die Schweifplaneten, die Irrplaneten, die Irrsterne, die etwas umkreisen, das sich selbst so darstellt, als ob sie es wäre, die einen umkreiste, umtanzte. Das Verhältnis von Zentrum, von Mitte, die sich dann herausstellt als das sich Entfernende, als das Abwesigmachende, als das Andere, als das Fortseiende und dann wieder zurückkehrt in diese zentrale Wandelposition des mittigsten Punkts, des Nadelstichs, von dem Aristoteles gedacht hat, dass das in die Hülle gestochen wurde und das Licht, das Unendliche, durch diese Lochkamera als Sonne hindurchschiene und als Sterne. Das ist vielleicht eine bessere Vorstellung im platonischen oder aristotelischen Himmel. Himmelszelt, Himmelsgewölbe mit den Löchern drin, den gleißenden, den schmerzhaft verbrennenden, die gleichwohl aufgefüllt werden müssen. Also man könnte aus diesem an ein aus urvordenklichen Zeiten längst Verworfenes und Vergessenes Erinnerungsmärchen auf das Verhältnis seines eigenen Körpers zu sich, seiner eigenen Spaltung, seiner eigenen Veränderung, auf den Gedanken kommen und verspüren, dieses Existieren und dieses kontinuierliche Wiederverschwinden. Aber die echte Simulation des Todes lässt sich so wenig erblicken wie eine unverschleierte Sonne, eine alles verbrennende Sonne. Das alles Verbrennende, alles Verzehrende, alles Vertilgende,
alles Nichtigende, alles Egalmachende, Auslöschende Empfinden, nämlich der eigenen Knochen, des Skeletts, des Zähne, der Zähne, der Haare. Das bleibt dennoch immer undenkbar und geschützt, zumindest im Bewegungsmodus des Alltagsstumpfsinns und Alltagswahnsinns und Alltagshochleistung, Übertreibungsaktionen, die immer nur in der Nähe dieser Todessimulation des Mach schnell nochmal, bevor es allzu spät ist, zu spät ist, endgültig zu spät ist, und bau die Pyramide noch schnell noch zum Ende und zeuge noch ein paar Kinder in 100 Jahren Einsamkeit und versuch noch ein paar andere von deinem Begehrensziel zu überzeugen, deiner Mondfahrt, Peterchens Mondfahrt. Lassen wir es. Die Sonne ist immer noch zu erblicken. Um 7:30 geht sie auf. Die Wassertemperatur hat 16,2 Grad und ist 3-4 Tage lang jetzt stabil geblieben und nicht wieder abgefallen. Es geht aufwärts, Lufttemperatur am Morgen, so zwischen 10 und 12 Grad. Der Frühling hat eindeutig begonnen.